this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Herzlich willkommen zu Part 3 von diesen von der Allianz Quest. Das wird auch tatsächlich meine letzte Beschwörung. Auch für die nächsten Monate auf jeden Fall. Denn das war jetzt genug, definitiv. Gut, ich habe vorher nicht oft beschworen. Hauptsächlich Ludwig oder Wolfgang. Denn ich bin gelb und lila für Rush Attacks doch sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Ich hab nicht viele gelbe Helden. Und lila hatte ich ja schon als Seeker die ganze Zeit nicht, ne? Dann würde das natürlich passen, wenn ich den bekommen würde. Aber die Chance ist halt gering. 1,2%. In Part 2 hatte ich ja 30 gemacht. Das heißt, ich müsste 70 machen. 70 weitere müsste ich machen, um einen weiteren Eventhelden zu bekommen. Ist aber nicht gewährleistet, ne? Ist ja klar. Gucken wir mal. Entschuldigung. Gucken wir mal, ob ich da was rausholen kann. Gucken wir mal, wie hier mein Glück aussieht. Julius. Nee. Da kommt nichts Gescheites bei rum. Trotzdem hauen wir jetzt noch 6 Münzen auf den Kopf. Ne, komm, 5 Münzen noch, ey. Zwei. Und die letzte. Aber das war wohl nichts. Sorry. Okay. Dann, ich weiß schon gar nicht mehr. Mit François haben wir letztes Mal Quintin gezogen. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben, dieses Mal direkt am Anfang. So. Oh, lila. Ach, Gottchen, mein Herz. Ludwig, du alter Klappspaten. B-Lied, nö. Komischerweise haben wir den Monatshelden auch nicht bekommen. Gut, den letzten habe ich auch nicht bekommen, aber da habe ich auch keine Beschwörung gemacht. Ach, Alter. Mann, die Alte kann jetzt auch mal zu Hause bleiben, ey. Von der habe ich auch schon 70 Millionen. Grün ist immer schlecht. Wir wollen nur gelb und lila sehen. Nichts anderes. Gelb? Nee. Nee, nee. Wolfgang. Ja. Das sieht nicht gut aus. Bane, ja. Was wäre eine Beschwörung ohne Bane? Ludwig? Oh Mann, Alter. Nee, das ist ja noch mit das Schlimmste. So wollen wir überhaupt nicht haben. Das gibt es nicht. Okay, sieht so aus, als ob Französisch nicht unsere Sprache wäre. Wir werden hier mal wechseln. Falsche Taste. Da wollen wir gar nicht hin. Wir gehen wieder auf. Hier gehen wir drauf. So.
mal 5 Münzen auf den Kopf hauen. So. Jo, 1er. Das bringt Glück. Komm. Jetzt aber. Gucken wir mal, was bei der 10er rumkommt. Zwei, vier Sterne. Hoppala. Akku ist auch schon fast leer. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, bei wie viel ich bin. Den Faden habe ich. Ja, Ludwig! Yes! Ich kann aufhören. Boys, ich kann aufhören, Alter. Es ist vorbei, Alter. Absolut vorbei. Es gibt keine Beschwörung mehr. Part 3. Das war's. Meine Güte, Leute. Meine Güte. Das ist unglaublich. Ich hab ihn tatsächlich bekommen. Vorbei. Meine Juwelen spare ich mir für irgendwann in 2 Monate, wenn die Atlantis-Helden rauskommen. Da ist ja ein roter Bei, der wie Mickey ist. Und ich bin ja Titanjäger, ne? Und ja, geil. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Das sind, ich habe die Odds geschlagen. Ne? Ich habe jetzt 130. Ja, 100, 150, okay? Ich habe die Odds geschlagen, ich habe 2 rausgeholt. Hier ist Schluss. Ich bin ahead und das war's. Ansonsten für diejenigen, die noch Beschwörungen machen, ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, ihr bekommt das, was ihr haben wollt. Und vergesst nicht zu liken und subscriben. Bis zum nächsten Video, also eigentlich zu meinem Kriegsvideo, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.